habe mir am Schluss noch eine Freiheit genommen, die ein kleiner Wink, nicht mit dem Zaunfall, aber mit einer Skulptur ist. Im Central Park steht eine Skulptur, auf der die Kinder gerne spielen, das ist Alice in Wonderland. Da sitzt Alice auf einem großen Pilz und da ist der Nerzhase und der Mad Hatter, wie sagt man, der verrückte Hutmacher und so. Und das habe ich als Ganzes genommen und in den Wiener Stadtpark verlegt. Man erwirbt ja als Romancier, man erwirbt sich gewisse Immobilien und darf dann auf diesen Immobilien Dinge hin und her bewegen. Es ist aber auch eine literarische Abspielung. Denn, also erstens mal ist ja das Ganze, es gibt im Englischen die Formulierung Down the Rabbit Hole. Alice in Wonderland geht ja damit, dass er den weißen Kaninchen, das auf die Uhr schaut und sagt, um Gottes Willen, ist schon zu spät, ihm das Kaninchenloch folgt und dann das Kaninchenloch hinunterfällt. Und Down the Rabbit Hole heißt, dass man in einer irgendwie anderen merkwürdigen Welt ankommt. Also es ist eine Anspielung darauf, dass dieser Roman ja Down the Rabbit Hole ist. Man kommt in einer anderen merkwürdigen Welt an. Es ist aber auch eine Anspielung darauf, dass mit Lewis Carrolls Alice in Wonderland, das haben sie alle gelesen. Das hat Kafka gelesen, das hat Musil gelesen, das hat Nabokov gelesen, das haben sie alle gelesen. Also es ist eine kleine Verbeugung in Richtung Lewis Carroll. Der Herrscher, der im Jahr 2000 die österreichisch-ungarische Monarchie regiert, heißt Franz Josef II. Das ist unoriginell, muss aber so sein. Darauf wollte ich gerade anspielen. Er dürfte der Enkel des Franz Ferdinand sein, wenn ich die Genealogie richtig in Erinnerung habe. Und jetzt möchte ich kurz etwas ansprechen, was in den meisten Besprechungen als erstes drinsteht und auch am Klappentext, nämlich warum ist eigentlich der Erste Weltkrieg nicht ausgebrochen? Weil der Großvater dieses Franz Josef II., der berühmte Thronfolger Franz Ferdinand, überlebt hat. Und warum hat er überlebt? 1914. Also das Attentat in Sarajevo passierte in zwei Etappen. Die erste Etappe war, dass ein Attentäter eine Bombe auf Franz Ferdinand wirft, die er irgendwie so abwehrt, die dann hinter das Auto fällt, explodiert, ein paar Offiziere verletzt, die arme Sophie kriegt eine Schramme ab. Und jetzt kommt der interessante Unterschied zu heute. Also wenn jemand auch nur einen Kürbis oder was in Richtung Obama werfen würde, würden ihn 20 Sicherheitsleute umbringen, und da käme den nächsten Hubschrauber und würde 200 Meilen weit wegfliegen, an ein unbekanntes Ziel. Aber damals hatten die noch diesen ritterlichen Ethos, ja, den Tod ins Weiße des Auges blicken. Das heißt, der Franz Ferdinand fährt weiter in die Stadt hinein, hält eine Rede, wo er einen schönen Satz sagt, so begrüßt man hier Gäste, fährt dann aufgrund eines Kommunikationsfehlers mit dem Fahrrad denselben Weg wieder zurück, an so einem Kegel lang, und dort wartet dann eben der Gavrilo Princip, der junge 18-jährige serbische Attentäter, stellt sich in die Mitte der Fahrbahn und erschießt ihn und seine Frau. Und ich dachte mir, wenn ich der Franz Ferdinand wäre und jemand wirft eine Bombe auf mich, ich würde sagen, ich bin doch eine Depperte vor das Haus. Und das sagt er und fährt wieder nach Hause und weil ich nicht zu heldisch bin, würde ich das sagen. In meinem Roman ist er eben auch nicht zu heldisch. Und das hat den schönen Vorteil, dass er 1916 im tiefsten Frieden den Thron besteigt. Und die wirkliche Tragödie übrigens der Geschichte war ja, also es gab ungefähr, ich glaube, ein Dutzend Pläne des österreichisch-ungarischen Generalstabes, einen Präventivkrieg gegen Serbien zu führen. Und Franz Ferdinand war dagegen. Aus einem reaktionären Grund, der aber ein interessanter Grund war. Er dachte, was vollkommen richtig war, dass das zu einem Krieg der österreichisch-ungarischen Monarchie mit Russland führen wird. Das heißt, ausgerechnet die beiden noch übrig gebliebenen richtigen Monarchien in Europa würden in einen Krieg miteinander verwickelt werden und dabei beide untergehen. Und das wollte er nicht. Also hat er diesen Generalstab so zurückgehalten. Und in dem Moment, in dem man ihn da herausschoss, war der Damm gebrochen.
Und er brach dann ja auch, wie wir alle wissen. Und es gibt eine, also dieses Buch, wie Sie schon richtig in der Einführung gesagt haben, ist ein eingeführtes Genre in der angelsächsischen Welt, vor allem in Amerika, das heißt Alternate History Novel. Und eine Regel der Alternate History Novel lautet: Suche nach der kleinstmöglichen Änderung und schlage aus ihr das größtmögliche erzählerische Kapital. Also ändere ganz wenig am Lauf der Geschichte und lass dann alles ganz anders werden. Und ich fand, das ist so ein Moment, wo man das wunderbar machen kann. Und mich hat am meisten verblüfft, dass es noch niemand gemacht hat. Denn es liegt so nahe. Ein paar Sätze zu sehr charmanten Anachronismen, also gleichzeitig mit der noch immer existierenden Kaffeehauskultur der berühmten Zwischenkriegszeit und dem Habsburger Weltreich und dem Adel und all diesen Dingen existiert aber auch die moderne Welt. Es gibt einen Klappenrechner und es gibt Elektropost. Und die Dinge heißen alle so, wie in Frankreich ja der Ordinateur so heißen muss und nicht Computer heißen darf. Und im Hebräischen Machschef. Ja. Und da gibt es aber auch eine kleine literarische Parallele. Natürlich fällt Ihnen da wahrscheinlich Herzanowski Orlando ein und Kaiser Josef und die Bahnwärters Tochter, wo also der Habsburger Kaiser aus dem 18. Jahrhundert da ein kleines Bänder benutzt. Das ist ganz wunderbar und ist natürlich eine Inspirationsquelle. Es ist aber auch etwas, was ich mir sozusagen hochgerechnet habe. Das Interessante an Wien um die Jahrhundertwende, ich meine, es ist die Wende zum 20. Jahrhundert, ist ja, dass dort wirklich die Moderne erfunden worden ist. Also in der Kunst, in der Literatur, in der Philosophie, wo eigentlich nicht, Medizin, Physik. Und es war also das Habsburger Reich ist also gleichzeitig hochmodern und auf diese charmante Art zurückgeblieben, weil man eben den Schritt in den Nationalismus nicht macht. Und das habe ich einfach hochgerechnet. Also ich dachte mir, okay, das ist immer noch so passiert, es ist also gelungen, den Nationalismus weiter unter Deckel zu halten. Das Habsburger Reich ist so eine, das, wo die EU jetzt gerne hin möchte, ne? Das ist es schon. Aber gleichzeitig gibt es eben Elektromobile und Molekularkraftwerke. Wie funktioniert ein Molekularkraftwerk? Sehr gut, danke. Aber das uns bekannte, unsägliche 20. Jahrhundert findet doch auch ein bisschen statt, wenn auch nur als Albtraum eines bei einem berühmten Wiener Psychoanalytiker zu behandelnden Mannes. Dort erlebt er dann das, was wir alle kennen. Also wer meint, das sei wirklich jetzt nur ein sich davon schwindeln, hat nicht recht. Geschickt ist dann die uns bekannte Wirklichkeit sehr ironisch auch noch eingepackt worden. Das ist auch eine Genre-Regel der Alternative History Novel, die lautet, spiegelt die wirkliche Welt irgendwie in der anderen Welt wieder. Das macht der Philip K. Dick zum Beispiel mit einem Roman im Roman, der von so ungefähr unserer wirklichen Welt handelt. Das macht der große Nabokov, dessen letzter Roman, Ada oder das Verlangen, eigentlich eine Alternate History Novel ist, weil es dort dort so Gerüchte gibt, es gäbe einen Planeten namens Terra und dann gibt es Gerüchte, was dort passiert. Und ich fand es naheliegend, dass in Wien jemanden träumen zu lassen. Wobei die Psychoanalyse mit diesen Träumen ein wirklich großes Problem hat, denn die Psychoanalyse hat den Todestrieb ja nicht entdeckt. Den Todestrieb entdeckt Freud ja, oder erfindet, oder wie man es nennen will, ich bin jetzt mal ganz neutral, wie viel davon wahr ist, nach dem Ersten Weltkrieg, jenseits des Lustprinzips, ist ja eine bahnbrechende Schrift, wo er also ganz tastend und versuchend sagt, vielleicht gibt es ja außer Liebe, Lust und Tralala noch irgendetwas anderes. Ich meine, den Vatermord hat er ja schon. Aber eben wirklich, dass es so im Menschen etwas ganz Dunkles und Selbstzerstörerisches gibt, das ist eine Frucht
der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Und das ist in meiner Welt natürlich nicht passiert. Deswegen man einem Patienten, der dann solche entsetzlichen Dinge träumt, wie er sie träumt, etwas fassungslos gegenübersteht. Sie werden in diesem Roman, abgesehen von Ihrem Vergnügen, das Sie wahrscheinlich an der am durchgehenden Geschichtenstrang mit seinen kleinen Nebenschauplätzen haben, ganz gewiss auch Ihre Freude an kleinen Details finden, die einfach köstlich sind, die Sie an bestimmte Dinge aus Ihrem Bildungsschatz erinnern. Ich erwähne zum Schluss noch ein Beispiel. Sie haben es vorgelesen, wo die Salzach-Schoss empört. Und ich erinnere mich an einen Aufsatz von Karl Kraus aus den 20er Jahren, wo er sich über die lokal verkleideten, salzburgisch verkleideten feinen Damen und Herren im Café Bazar alteriert. Dahinter die darauf zurecht scheunende Salzach. Entschuldigung, wenn ich kurz korrigiere, das ist Polga. Gut, mögen Sie das richtige Schlusswort haben. Herzlichen Dank.